Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir bringen heute einen Gesetzentwurf ein, der wortgleich so vom Deutschen Bundesrat beschlossen wurde, mit der Zustimmung der SPD, der Grünen und der Linken, und zwar am 01.03.2013. Die Höhe des Mindestlohns wird da auf 8,50 Euro festgelegt in diesem Antrag. Wir wissen, der schützt nicht vor Altersarmut. Ein Mindestlohn von 10 Euro wäre notwendig, um eine Rente zu erhalten, die über der Grundsicherung im Alter läge, wenn man sein ganzes Leben, 45 Jahre, zu einem solchen Lohn arbeiten würde. Wir bringen trotzdem diesen Antrag ein, meine Damen und Herren, weil es eigentlich hier im Deutschen Bundestag eine Mehrheit dafür gibt. SPD, die Grünen und wir, wir haben alle massiv im Wahlkampf dafür geworben, einen entsprechenden Mindestlohn zu beschließen, und zwar im Gegensatz zu dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, ich sage das gleich hier, für alle. Und zwar nicht erst ab 2017 oder 2018, sondern für alle. Jetzt, das war der Antrag des Deutschen Bundestags. Wir haben hier eine Mehrheit und könnten das wirklich Unwesen stoppen, dass Menschen trotz Vollzeitarbeit nicht von diesem Lohn leben müssen und zum Amt gehen müssen, um aufzustocken. Hier gäbe es eine Mehrheit. Und ich sage Ihnen, ich habe den Eindruck, nachdem wir alle im Wahlkampf dafür geworben haben, dafür auch gewählt wurden, dass die Wähler, auch die Wähler der Sozialdemokratischen Partei, nicht verstehen, warum es hier eine Mehrheit gibt im Deutschen Bundestag und offensichtlich diese Mehrheit nicht zum Tragen kommt, dass wir rasch und schnell einen Mindestlohn für alle verabschieden, meine Damen und Herren. Ich glaube, wenn das Schule macht, dass wir ohne Not, trotz Mehrheiten, diese Mehrheiten nicht realisieren in dem, was wir an Gesetzen beschließen, dann kriegen wir irgendwann auch ein Problem, dass die Leute fragen, warum gehen sie eigentlich zur Wahl, wenn hinterher ganz was anderes rauskommt, als sie vereinbart haben in ihren Wahlprogrammen und was sie den Wählern versprochen haben. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, das zu korrigieren, und es ist dringend notwendig. In den Koalitionsverhandlungen haben Sie zugestimmt, dass die Mindestlöhne von 8,50 Euro erst ab 2017 uneingeschränkt gelten. Das ist das Jahr, in dem die nächste Bundestagswahl stattfindet. Das ist die Position, die Sie vereinbart haben. Und im Übrigen, für wen gelten diese Mindestlohnregelungen erst ab 2017? Ausgerechnet für die, die gewerkschaftlich organisiert sind. Weil Tarifverträge, die einen Mindestlohn oder einen Lohn haben, der unter der Grenze von 8,50 Euro sind, die sollen weiter gelten bis 2017. Ja, meine Damen und Herren, wissen Sie, was Sie da eigentlich machen? Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Sie stellen damit Gewerkschaftsmitglieder deutlich schlechter als die anderen übrigen Beschäftigten. Für die gilt ja der Mindestlohn. Ja, da brauchen Sie den Kopf nicht schütteln. Lesen Sie doch Ihren Vertrag einmal durch. Vielleicht hilft es in dem Fall. Dann stellen Sie fest, dass für die, haben Sie vereinbart, ab 2015 soll es gelten und für die anderen erst ab 01.01.2017. Meine Damen und Herren, das bedeutet, eine ungelernte Verkäuferin in Sachsen-Anhalt im Fleischerhandwerk hat 5,53 Euro, dieser Lohn gilt weiter. Der Tariflohn im Gaststättengewerbe im Saarland 7,38 Euro, der gilt weiter. Wissen Sie eigentlich, was Sie da machen? Wissen Sie wirklich, was Sie da tun? Ich glaube es nicht, meine Damen und Herren. Sicher, die CSU hat sich möglicherweise durchgesetzt in dieser Frage, weil sie immer so tun, als würden sie die Tarifautonomie retten wollen. Meine Damen und Herren, wenn Sie Gewerkschaftsmitglieder schlechter stellen als die übrigen, dann retten Sie nicht die Tarifautonomie, Sie gefährden sie, und das ist das, was Sie wirklich wollen, meine Damen und Herren. Eine weitere Formulierung lässt den Schluss zu, dass im Übrigen Saisonarbeiter generell von einem Mindestlohn ausnehmen wollen. Jetzt heißt es im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Deutschen. Und auch für ungarische, polnische oder sonstige Saisonarbeiter gilt das Grundgesetz, dass er vom Lohn anständig leben muss, meine Damen und Herren. Unmöglich, was Sie da vereinbart haben. Und, meine Damen und Herren, erst ab 01.01.2018 planen Sie eine erste Erhöhung der Mindestlöhne. Das bedeutet, dass der Mindestlohn, der jetzt 8,50 ist, vielleicht noch 8 Euro wert hat. Damit erreichen Sie nicht mal das, was Sie eigentlich wirklich wollen, dass die Leute nicht mehr aufstocken, wenn sie arbeiten. Viele sind zu diesem Zeitpunkt wieder Aufstocker, weil ihr Geld nicht mehr reicht. Meine Damen und Herren, was als sozialdemokratisches Vorzeigeprojekt geplant war, ist ein purer Etikettenschwindel. Sie haben heute
Herr Kollege. Sie haben sofort fertig. Sie haben heute. Herr Kollege Ernst, ich wollte Sie nur fragen, ob Sie eine Zwischenfrage gerne, zulassen. Gerne. Sonst wollte gerne. Sie nicht jetzt von Ihrer Redezeit etwas beschneiden. Das finde ich sehr nett von Ihnen. Wer möchte denn mir eine Zwischenfrage stellen? Ah ja. Mhm. Herr Abgeordneter Ernst, ich will in Ihre Begründung hinein nur noch einmal zu meiner Vergewisserung die Frage stellen. Würden Sie mit diesem Gesetzentwurf tatsächlich wissentlich das Risiko eingehen, dass Sie eine ganze Reihe von jungen Unternehmern und Dienstleistern in strukturschwachen Gebieten, und ich weiß, wovon ich rede, in die Insolvenz treiben oder zur Aufgabe Ihres Unternehmens zwingen? Und würden Sie gleichzeitig, da Sie ja immer für die Arbeitnehmer eintreten, eine ganze Reihe, hunderte, ja vielleicht tausende Arbeitnehmer, die mindestens einen Teil ihres Lebensunterhaltes selber bestreiten und bestreiten wollen, dann in die völlige Abhängigkeit vom Sozialtransfer schicken? Lieber Kollege, ich habe leider Ihren Namen nicht verstanden. Herr Kollege Lorenz, danke für diese Frage. Nein, ich korrigiere, Patzelt. Patzelt. Herr Kollege Patzelt. Entschuldigung. Danke für die Frage. Selbstverständlich wollen wir eins nicht, dass tatsächlich abhängig Beschäftigte durch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns den Nachteil hätten, dass sie ihren Job verlieren würden. Es gibt keine einzige Studie in dieser Republik, es gibt keine einzige Studie in Europa, die diesen Zusammenhang herstellt, dass mit der Einführung eines Mindestlohns Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Keine einzige Studie. Aber wir waren, Herr Kollege, das haben Sie wahrscheinlich mitgekriegt, wir waren im Ausschuss für Arbeit und Soziales im letzten Jahr, unter anderem in Österreich. Dort gibt es einen faktischen Mindestlohn von 8,50 Euro. Die Arbeitslosigkeit, insbesondere auch die Jugendarbeitslosigkeit, hat in Österreich dasselbe niedrige Niveau wie wir, trotz des Zustandekommens eines faktischen Mindestlohns von 8,50 Euro. Es gibt also keinen Zusammenhang zwischen der Lohnhöhe, Mindestlohn und zwischen der Frage, wie viele Beschäftigte haben Sie. Im Gegenteil, es gibt den Zusammenhang, dass durch mehr Kaufkraft auch bei den Beschäftigten, die gegenwärtig 4 oder 5 Euro verdienen, dass durch mehr Kaufkraft in deren Händen auch die Nachfrage insbesondere des Mittelstandes und für kleine und mittlere Unternehmen steigen könnte. Das ist der Zusammenhang. Und ich hoffe, dass Sie sich den mal wirklich vor Augen führen. Danke, Sie dürfen sich setzen. Ich glaube, dass Sie eine, wollen Sie eine Zusatzfrage stellen? Nein. Wenn Ihre Argumente stimmen, warum wollen Sie das jetzt mit einer Hauruck-Aktion durchziehen, anstatt die Vereinbarung zwischen den Koalitionären abzuwarten und dann in einem abgefederten und kontrollierten Zeitraum zu diesem Ziel zu kommen? Auch noch eine schöne Frage. Weil wir jetzt seit 4 Jahren in diesem Haus, wenn nicht noch länger, über die Mindestlöhne diskutieren, weil inzwischen in ganz Europa außenrum Mindestlöhne eingeführt worden sind, teilweise fast 10 Euro, in Frankreich über 9 Euro, und weil die Leute endlich es satt haben, dass sie mit Billigstlöhnen abgespeist werden, von denen man nicht löhnen kann. Deshalb ist es Zeit, dass wir das endlich beenden, meine Damen und Herren. So, zum Schluss, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt die Möglichkeit, das sage ich insbesondere zu den Kolleginnen und Kollegen der SPD, Sie haben die Möglichkeit, vor Ihren Wählern das Gesicht nicht zu verlieren. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Mitglieder nicht in Verzweiflung zu treiben mit dem, was Sie vereinbart haben. Und Sie haben die Möglichkeit, vor allem, dass Sie den Frauen und Männern, die offensichtlich bis 2017 warten müssen, bis zur nächsten Bundestagswahl, bis sie einen vernünftigen Mindestlohn kriegen, jetzt vernünftige Löhne zu geben. Das ist wichtiger als Ministerämter im Bündnis mit falschen Partnern und gegen die Überzeugung zu stimmen. Danke fürs Zuhören. Nächster Redner für die